So Leute, wir sind wieder einmal bei 4, so wie wir es ja auch vor 10 Sekunden versprochen haben. Und Naja. ja, drücken wir mal auf Fortfahren, damit wir mal das zweite Kapitel in Angriff nehmen können. Und Nira hat recht, für uns sind 2 Minuten vergangen, wir haben es mittlerweile 1:08 Uhr. Das liegt aber auch nur daran, weil ich mich so im ersten Kapitel so blöd angestellt habe, muss ich echt zugeben. Also Ja. von jetzt an werden wir ein bisschen schneller vorankommen. Hoffe ich mal. Ja, die apporieren uns gerade. Alter, was? Hä? Oh, Morphium ist immer gut. Ja. Heiliger. Oh, ich glaube, das war einmal da gerade in der Ecke. Ja? Habe ich jetzt hier gar nicht gesehen, wirklich. Na, die erscheint manchmal als kleines Kind und manchmal schon ist es schon erwachsen, wisst ihr? Ach so. So. So eine Brille brauche ich auch noch. Systemcheck. Ja. Abschnitt 2. Isolation. Okay, wir sind im Krankenhaus. Da legen wir gleich mal los, wa? Hä? Wieso? Und ich habe natürlich keine Waffe, aber ich habe immer meine Taschenlampe dabei, finde ich echt geil. Kannst du mal rausgehen, mir geht das Fieben auf den Nerv. Hast du da hinten auch? Was? Hä? Hä? Siehst du das? Ja, das habe ich gerade eben schon gesehen. Das ist doch ein Kind, oder? Das ist. Ich will jetzt gar nicht wissen, was das ist. Nein, nein, nein. Ich will das nicht, ich will das nicht. Ich will jetzt einmal wissen, was da war. Da spricht doch irgendjemand in TSX. Aber wir haben noch so viel hier zu gucken. Hä? Was war denn das jetzt schon wieder? Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Hier auch nicht. Ja, gut, okay. Ach, ist egal, ich gehe jetzt durch diese komischen Türen dort, weil ich denke, da geht's weiter. Ja, zwangsweise. Oh. Boah. Oh. Geht da nicht lang. Ich muss da lang. Blut? Oh, ich dachte schon Blut. Wissen nicht, Ketchupflasche. Natürlich auch echt geil gemacht. Das ist Ketchup. Hat einer versucht, mal Pommes rot-weiß zu essen? Spielen wir mal. Komm, wir spielen jetzt ein. Kennst du noch von früher, von Kinderzeiten, Detektiv Conan? Dieser kleine Detektiv mit der großen Brille. Oh, Anime-Zeiten. Das Glas ist zersplittert. Gehen wir doch mal der Blutspur entlang. Aha, hier ist eine Blutlache. Da wird er bestimmt aufgeplatzt sein. So, da gucken wir doch mal. Die Blutlache fügt hier rein und endet hier. Das könnte ja nur sein, dass das Opfer weggeschliffen wurde oder irgendwo aufgehangen wurde, wo man ihn oder es nicht sehen sollte. weißt du, dass dein Spielstil ziemlich verstörend ist? Wieso? Ist einfach. Ja, und hier haben wir schon wieder Blut. Wir folgen einfach mal der Spur. Hörst du das? Ja, aber wo? Okay, jetzt haben wir erstmal gesagt, dass wir da sind. Ja. Oh, die Tür ist aufgesprengt worden. Sehr nice. Wo Was? müssen wir lang?
Aber weißt du, was ich mich die ganze Zeit frage? Was ist hier los oder was war hier los? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde an uns irgendein Experiment vorgenommen. Ach, gehen wir mal links durch. Ui. Was? Warum? Der sieht nicht mehr allzu schön aus. Für den Arm? Vor allen Dingen, weißt du, was ja auch geil ist, ne? Der ist ja gerade hier runtergeflogen, ne? Und, ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen irritiert mich, dass hier schon überall Blut lag. Naja, er ist gerade von oben runtergeschlittert, so wie es aussieht. Der ist runtergeslendert worden. Oh, wo ist der Arm? Gehen wir mal hier hin. Oh, warte mal. Ja. Oh, warte mal. Ja. Wo? Wo? Hä? Hör mal, Lampe an. Oh. Ah. Das ist natürlich auch interessant. Hallo, Schnucki. Ja, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wenn ich eine abdrücke, mir der Kopf platzt. Aha, sollte halt doch nicht zu viel drücken. Ja. Lassen wir das hier mit der Toilette. Oh. Sie will, dass wir auch wieder rauskommen. Deswegen ja. Machen wir das doch am besten. Sie mag das nicht, wenn wir mit anderen Frauen spielen. Ja, wir sind nun mal, Leute, wir sind zwei kranke Männer, die ein Horrorspiel Let's Playen und wir müssen uns selber ein bisschen aufheitern, damit wir nicht vor Angst sterben. Obwohl ich echt sagen muss, ein bisschen langweilt mich das Spiel auch. Aber ich. Was war denn? Mach die Funze aus! Hä? Wer hat denn da gerade die Tür aufgemacht? Der Typ, der da hinter der Wand war. Genau, schalt mal Strom ab. Alter, ich sehe nicht durch, wenn du hier zockst. Wieso? Oh, guck mal. Also das mit dem Fuß ist ist nicht verstören, das ist einfach nur armselig gemacht. Guck mal hier! Das ist so schlecht, einfach nur animiert. Das ist so schlecht. Oh. Ich kann ein bisschen langsamer laufen, damit dir nicht schlecht wird. Mir wird nicht schlecht. Es ist einfach nur komisch, dir dazu zu gucken, wie du hier durch. Dalton Prenz? Okay, begeben sie sich zum TAK-Labor. TAK, was es auch immer heißt. Ich muss sagen, erinnert mich ein bisschen an Arbeit hier. Tante Alma ist krank. Hä? TAK, Tante Alma ist krank. Ey, das ist cool. Da strömt Gas aus. Hast du das gerade gesehen? Ich bin gesprungen und hab's aufgenommen. Hm? Ist der Held. So. Gucken wir doch mal, was hier drin ist. Wollen wir hier nicht hin? Nee, wir sind ein Labor weiter. Oh, guck mal. Erinnert mich irgendwie an Fallout, der Typ. Ja. Da ist auch immer einer mit einem Flammenwerfer rumgelaufen und hat sich immer übelst heiß gefühlt. Du? Nee, ich nicht. Der Typ mit dem Flammenwerfer. Da liegt der Waffe. Ja, und ich nehme die Waffe auf und die checken natürlich, dass ich hier bin, weil das ja auch so laut ist, eine Waffe aufzunehmen, ne? Ist klar. Oh, guck mal. Meine Panzerung, 2-3 Schuss und meine Panzerung ist gleich weg. Da sieht man echt, auf welchen Schwierigkeitsgrad wir gerade spielen. Das ist nichts. Du bist einfach viel zu schlecht. Hä? Sag doch sowas nicht. Aha. Nehmen wir das doch mal auf.
Was haben eigentlich die ganzen X'e zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Entweder sagen die uns den Weg oder... Keine Ahnung. Alter, die verrecken einfach nicht. Nee, die sind ja auch gepanzert. Gesehen, der hat eine Granate geschmissen. Hast du gesehen, wie oft ich den jetzt treffen musste? Wo ist denn der andere? Das kommt jetzt echt früh. Hä? Sieht man mal echt an, welche Schwierigkeit gerade man hier schlägt. Weil die halten so derbe viel aus. Ja, auf alle Fälle. Was würdest du sagen? Gute Panzerung. Den Hersteller würde ich mir merken. Ich denke mal, auf schwer halten die auch mehr aus. Ja, natürlich. Oh, ey, woher die alle von kommen, hinten? Mann? Ey. Oh, und er ist wieder tot. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich frag mich, ob du jemals einen Abschnitt spielst, ohne zu sterben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Komm, mach weiter. Okay, gut. So, wo sind wir jetzt? Ach, gleich kommst du rum. Gleich kommst du durch die Türe. Feuer! Die lösen sich auf. Hast du gesehen? Nee. Achtung! Kommt gerade einer. Kommt der her? Oh! Napalm. Der war doch tot. Nennt man das nicht auch patrouillieren oder so, was ich gerade gemacht habe? Von A nach B rennen? Und immer wieder abschießen, wenn jemand kommt? Also irgendwie gehen mir die Typen gehörig auf den Sack. Guck mal, wie viel ich hier schon abgeschossen habe. Das geht doch gar nicht. Der war schön, der Abschuss. Der erste richtige schöne Abschuss von dir. Dankeschön. Hä? Boah, da kommen sie schon wieder um die Ecke, gut. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, da geht's ja gar nicht mehr weiter. Ja, eben deswegen. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder Gesundheit. Alter, kannst du dir vorstellen, dass das zweite Kapitel ist? Mhm. Kannst du dir nur im Geringsten vorstellen, was wir noch vor uns haben? Mhm. Mal so hin. Hä? Scheiß. Ich glaube, wir müssen den Fahrstuhl aufmachen. Dadurch, dass ich jetzt Panzerung kriege, wird jetzt wieder irgendwas Doofes kommen. Geh in Deckung. Trottel. Hä? Das war eine Granate. Unten. Schmeiß um mal eine.
Der Fahrstuhl ist offen. Und die waschen hier einfach rein, Alter. Immer dran denken. Leg der Rusher tot im Keller, war der Camper wieder schneller. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Das ist ein sehr, sehr guter Satz. Aber ich würde sagen, hier sind wir fertig. Noch die Gesundheit mitnehmen und ab in den Fahrstuhl. Einmal will mit, hä? Keine Ahnung. Ich will jetzt nur noch weg hier. Alter, die gehen mir auf den Sack. Geh mal lieber ins Visier. Nee. Ich hab so das Gefühl, dass jetzt nichts kommt. Ach, guck mal, Kalle. Kalle mal wieder? Nee, wenn wir uns wieder auf ein Spielchen einlassen, dann sterbe ich wieder. Ey! Ob ich da sterbe, wenn ich da runterspringe? Ja. Ich springe lieber nicht. Vor allen Dingen einfach mal durch Heißdampf oder sowas durch. Natürlich. Warum nicht? Ist klar. Wo sind die anderen zwei? Die haben das jetzt nicht gecheckt, ne? Ist klar. Ja. Ja? Der ist explodiert, aber die haben nichts gemacht. Genauso wie der Typ. Granate. Granate. Der lebt nur, oder? Nee, der lebt nicht mehr. Geh erstmal hier um der Ecke gucken, genau. Ey, hier ist aber auch immer zwischen den Kämpfen eine Totenstille, ey. Das geht gar nicht an. Abgesehen von der Hintergrundmusik, die hier so schön dudelt. Oh, Sicherheitsausweis habe ich jetzt. Habe ich jetzt aufgenommen. Ich wollte gar nicht wissen, was dahinter ist. Ich weiß, ich muss es zeigen, aber ich wollte es jetzt wirklich nicht sehen. Wo dahinter? Hinter der Tür, so wie jetzt. Hast du gesehen? Mhm. Push. Na dann push mal. Kann ich nicht. Scheiße. Sicherheitsausweis funktioniert auch nicht. Oh, ich dachte gerade, da steht einer, ey. So eine Blume, oder? Mhm. Und da liegt eine Leiche. Oh, hi. So, dann gehen wir mal weiter hier. In der Party. Ich versuche auch immer irgendwie solche Leute zu retten, aber es klappt nie. Nee, es gibt Momente hier bei 4-2. Der Moment, den kannst du einfach nicht retten. Weißt du? Hm, ich weiß, das sind so. Du hast ja gesehen, wie ich auf den Rauf gerotzt habe. Und du kannst. Ich bin ja richtig schon ins Visier gegangen. Und du kannst ihn einfach nicht retten, es geht nicht. Wieso hast du jetzt eigentlich zur Pumpgun gewechselt? Weil ich die gerade aufgenommen habe und wenn man hier eine neue Waffe aufnimmt, dann wechselt die auch automatisch zur neuen Waffe. Die alte kannst du nicht auswählen, oder wie? Doch. Ja. Macht sich nämlich ein bisschen besser. Ja, also ich muss schon sagen, hier auf, ich meine, im beengten Gebiet, sage ich jetzt mal, im beengten Raum, da macht die Pumpgun schon gut, aber auf schwer, das muss ja nicht sein. Ne? Genau. Lieber gezielte Feuerstöße. Na komm. Schön. Langsam hat das ja raus. Ui, ui, ui. Ich hab kein Medipack. Alter, bewege ich mich schneller. Ach ja, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen. Ist, wie du ja bestimmt gerade gemerkt hast, ich kann auch in den Zeitlupen-Modus wechseln. Hm?
Und ja, in dem Sinne entschuldige ich mich jetzt auch ganz herzlich bei unserer Online-Community, weil ab jetzt wird dieses Spiel einfach nur noch einfach für mich werden. Das werde ich dir zeigen, warum. Weil diese Typen hier eigentlich nur Chance haben gegen meinen Zeitloop-Modus. Was mich nur ein bisschen ankotzt, ist, dass ich hier fast tot bin. Aber das habe ich mir ja selber zuzuschreiben. Aber okay. Ja, also jetzt bin ich wieder voll drinne in 4. Ich hatte diesen Zeitloop-Modus einfach vergessen, weil mit dem Zeitloop-Modus ist es natürlich echt einfach. Ja, natürlich, also es erinnert mich auch ein bisschen an Time Shift, was ich zwar selber nie gespielt hatte, aber die Funktion hatte, Zeit anzuhalten, Zeit zurücklaufen zu lassen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man sie vorlaufen lassen konnte, aber man konnte auf jeden Fall wunderbar mit der Zeit spielen. Ja. Du, ich. Wir haben jetzt hier gerade auch so eine schöne Position, wo wir im Dunkeln stehen. Ja, Und und. da würde ich sagen, machen wir jetzt mit diesem Teil gerade auch mal Schluss. Ja, genau, wir machen einen kleinen Break, Leute. Ich gehe mal in den. Ich guck mal hier einfach so in den Gang und drück mal einfach Pause. Und ja, im nächsten Teil werden wir auch an dieser Position gleich einsteigen, damit ihr seht, dass wir nicht weitergezockt haben. Haargenau. Und ja, dann bis gleich, Leute, in Bis zum Teil nächsten Teil. 3.